06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Daniel gewinnt das letzte Testspiel gegen einen guten Regionalligisten mit, oder in der Höhe auch verdient, mit 4:1. Wie zufrieden bist du mit der Partie? Ja, sehr zufrieden. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir den Ball gut laufen gelassen, haben unsere Chancen auch herausspielen können. Ja, am Ende des Tages hätten es vielleicht in der ersten Halbzeit ein paar mehr Tore sein können, aber ja, trotzdem war ja froh mit dem Ergebnis. Du hast dein Tor gemacht, hattest aber noch ein, zwei Chancen, man hat sie manchmal angesehen, du hättest gerne noch einen mehr gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man schon in diese Situation kommt, dann will man als offensiver Spieler natürlich auch das Tor machen. Ja, habe heute in Anführungszeichen nur eins machen können, aber ja, ich spare mir die Tore dann für die Saison auf. Du hast jetzt mehrere Wochen Vorbereitung mit dem Preußen hinter dir, heute in der Startelf gut 50, 55 Minuten gespielt. Wie zufrieden bist du mit, ja, wie lief es bisher für dich? Ja, die letzten Wochen waren intensiv. Man musste sich auch etwas an das Niveau anpassen, ein bisschen dran gewöhnen, aber ja, ich glaube, war ganz gut die Vorbereitung, die vergangenen Spiele. Ja, persönlich hätte es vielleicht auch etwas besser laufen können, aber ja, man bleibt dran. Ne? Jetzt einfach große Vorfreude auf den Drittligastart. Ja, 100%. Also das Gefühl, eine Liga höher spielen zu dürfen, spielen zu können, ist auf jeden Fall geil. So, und ja, ich glaube, die Jungs, die freuen sich auch richtig drauf. Luca, ihr gewinnt eure Generalprobe gegen die Kickers Offenbach mit 4:1. Von unserer Perspektive ein sehr gutes Spiel. Wie hast du es auf dem Platz wahrgenommen? Genau gleich, ja. Sind direkt von Anfang an gut ins Spiel reingekommen, haben uns das vorgenommen, die Jungs von Anfang an zu stressen. Das haben wir gut gemacht und sind damit auch sehr gut gefahren, ja. Ist das der Plan, der dann wahrscheinlich auch in der Liga so kommt? Kann man vielleicht erwarten, vielleicht auch nicht. Ist gegnerabhängig, ja. Du hast getroffen, wahrscheinlich auch immer einfach nochmal ein schönes zusätzliches Gefühl. Auf jeden Fall, ja klar. Schön, das erste Tor zu erzielen für den SCP. Wie wohl fühlst du dich jetzt nach den ersten Wochen einfach auf der Position, in der Mannschaft, in der Stadt? Wie bist du angekommen? Ich denke mal, das wird von Woche zu Woche einfach besser bei mir. Aber ich muss sagen, ich habe mich von Anfang an schon wohl gefühlt, aber es wird einfach immer besser und man wird immer enger mit den Jungs. Also es geht einfach nur bergauf. In einer Woche geht es dann gegen Dortmund in Liga 3 los. Wahrscheinlich brennst du auch genauso da drauf. Klar, kann losgehen. Wir haben lang genug jetzt drauf gewartet. Wir haben Bock und sind bereit, ja. Trainer, eine sehr gelungene Generalprobe gegen die Kickers Offenbach. Ihr gewinnt mit 4:1. Bist du genauso zufrieden, wie es die Fans nach Schlusspfiff waren? Ja, ich finde, dass wir ein sehr gutes Spiel gezeigt haben. Hinten raus haben wir die letzten 20 Minuten ist ein bisschen übertrieben mit dem Einzelspiel. Das heißt, so lange die Bälle gehalten, da noch einfacher bleiben, zwei Kontaktspiele weiterspielen, gutes Positionsspiel beibehalten. Das ist so der einzige Trickpunkt, den ich habe. Vielleicht auch noch ein oder andere Tor mehr schießen können, muss man wirklich zugeben. Und so war es von uns, vom Positionsspieler, vom Dinger war ich top zufrieden und hat auch echt Spaß gemacht. Ihr seid also auf einem sehr guten Stand vor dem Ligastart. Ja, also so würde ich es jetzt mal unterschreiben. Wir sind gut drauf, wir sind fit und jetzt kann es losgehen. Ihr schießt 4 Tore, 4 Neuzugänge treffen, könnte auch schlechter. Ist das so? Ist mir gar nicht. Ja, stimmt, sind 4 Neuzugänge, ja, richtig. Ja, natürlich ging es auch schlechter, klar. Wie groß ist jetzt einfach die Vorfreude, dass es dann auch endlich wieder losgeht in Liga 3? Also es kitzelt so sehr, ich glaube heute die Zuschauer, die hier waren, es geht schon wieder los, das Bitzeln, das Nackenziehen, es geht. Du merkst, dass es so langsam losgeht, wir freuen uns alle, wenn dann die Kulisse hier da ist und hoffentlich ein ausverkauftes Haus hier gegen Dortmund ist. Und dann wird es ja schon losgehen, dann brennt hier die Bude und dann freuen wir uns.